Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jake. Und heute ist es mal wieder soweit, neue Location sozusagen. Das hat einen Grund. Wahrscheinlich wird dieses Update zuerst kommen, bevor ich dann ein etwas größeres Video mache. Da muss ich dazu allerdings noch sagen, es gibt eine Sache hier, die ich neu eingeführt habe. Vielleicht mache ich das jetzt öfters in meinen Updates. Mal schauen. Aber es sind knapp 2 Monate, oder? Moment mal, wir sind schon über 2 Monate wieder, wo einiges Neues reingekommen ist. Und möchte ich auch gleich mal reden. Da möchte ich euch erstmal ein paar Spielchen vorstellen. Diese drei hier habe ich von Arbeit mir abgegriffen. Einmal das Letzing 2020. Ich schätze nicht so meinen Fall, aber ich mochte da einige Lieder, darunter eben Nelly Furtado, Bon Jovi, Cream, Linkin Park, und schon wegen Linkin Park war es doch ein kleiner Anreiz für mich. Und Queen auch natürlich, muss ich natürlich auch nochmal dazu sagen. So, dann habe ich hier, Yakuza 5, ist zwar jetzt nicht in der Originalreihe, aber ja, ich habe mir das einfach mal durchgenommen. Und The Search 2. Sah interessant aus. Und dann habe ich mir noch eins geholt. Dazu gibt es eine kleine Geschichte dann dazu noch. Das ist natürlich Resident Evil 5, die Gold, 8, die Gold-Edition. Die musste ich sein. Kleine Geschichte hierzu. Ich war mal bei Saturn. Das habe ich ja hier auch von Saturn. Ich war mal bei Saturn. Da war das Spiel so um die 48 Euro hat es gekostet in dieser Fassung, in der Gold-Edition. Und ich habe im Internet gesehen, dass es billiger war. Ich dorthin gegangen und habe das da vorgelegt. Ich habe das hier für 25 Euro gesehen. Die Verkäuferin hat dann gesagt, können wir leider nicht machen, das ist die falsche Edition. Weil es war online als PG-Version, also mit dem 18PG. Ist nicht die gleiche Version, war mir klar, aber man kann es ja probieren. Das Spiel war da für 25 Euro online gefunden bei Amazon, über einen Drittanhändler. Ja gut, habe ich mir gedacht, ist jetzt nicht so schlimm. Irgendwann werde ich sie ja mir noch zuhören. Jetzt war ich dann vor roundabout knapp einem Monat bei Saturn. Hab mir dann auch noch, musste mir was Dringendes holen hierfür, für meinen Raum. Da werdet ihr ja noch das Projekt sehen, einfach als danach, ein bisschen später. Und dann bin ich auch zu den Games gegangen. Und was habe ich gesehen? Resident Evil Village für 25 Euro. Und so hatte ich das Spiel für 25 Euro. Ja, so macht man Schnäppchen. So, jetzt kommen wir gleich mal zu meinen Filmen, die ich hier habe. Und ich bin ja in einer Filmgruppe, der Filmbase auf dem Discord-Channel. Da gab es eine, die mal was angeboten hat und ich wollte das haben, weil es ist mal wieder Stephen King. Und ich will Stephen King, ich will alles so komplett machen, wie ich das will. Ja, und da habe ich sie angeschrieben und habe dann tatsächlich die komplette Serie davon bekommen. Basierend auf, wie hieß das von Lars von Triers dänischer Miniserie The Kingdom, Hospital der Geister. Und ich glaube, jeder weiß, wovon ich jetzt schon wahrscheinlich rede. Es ist gerade tatsächlich Kingdom Hospital. Ich habe das noch nicht gesehen, das wird noch gemacht auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, irgendwas um die 10 Euro habe ich dafür gezahlt mit Versand. Ich weiß jetzt nicht mehr. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich bedanke mich dafür, dass ich meinem Traum von einem Fullset Stephen King wieder ein Stück näher gekommen bin. Ja, Kingdom Hospital. Wer das gesehen hat, kann ja gerne mal reinschreiben, wie er den Fall findet. Falls man das schon gesehen hat. Dann war ich mal bei einem Euroshop und ein Euroshop hat auch manchmal so eine ganz kleine, keine große Abteilung so mit Filmen, aber die haben immer so eine kleine Abteilung mit Filmen, die doch dann recht interessant sind. Da war was. Und da war ein Film, den ich vor 2019, glaube ich, gesehen habe im Kino. Und das ist der Film Little Monsters. Und den habe ich im Kino gesehen, war ein sehr netter, kleiner, underrated Film, natürlich mit Josh Gad, den man natürlich als den Begleiter von dem von Schon und das Biest, da von diesem Gaston, genau,
danach hat. Ja, also ich finde, das ist ein schöner, kleiner, netter Zombie-Film auch. Ist auch in einigen Szenen nicht unblutig, das muss man auch nochmal dazu sagen. Ich muss mal kurz ein bisschen was machen. Und um was geht es? Das ist so eine kleine Kindergartengruppe, geht in einen Freizeitpark oder in ein Naturgebiet. Nebenan ist allerdings eine Militärbasis. Und was passiert natürlich bei der Militärbasis? Zombies brechen aus! Ja! Sie hier, übrigens sehr schön anzusehen, versucht natürlich die kleinen Kinder das nicht als Zombies zu verkaufen, sondern einfach nur eine Überlebenssituation. So, sie spielt mit den Kindern, dass es jetzt ein Spiel ist. Wirklich süß, hat auch einige kleine Lacher, ist nicht die ultimative Zombie-Komödie, aber auf jeden Fall definitiv mal reinziehen. Also, kann ich wirklich nur empfehlen. Mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte wirklich meinen Spaß dabei. Dann war ich bei Müller. Und Müller habe ich ja jetzt eine etwas größere, eine etwas größere Filiale bei mir. Und Müller hat ja auch ziemlich nette Angebote, öfters mit 2 für 15. Und 2 für 15, Blu-rays natürlich. Und da habe ich mir dann gegönnt. Zwei Filme. Einmal der Nachname. Natürlich der Nachfolger vom Der Vorname. Mit dem gleichen Star-Ensemble um Christoph Maria Herbst, um Justus von Dunney und Iris Berben, Florian David Fitz. Wirklich eine sauwitzige Komödie, die mir wirklich Spaß macht. Ist nicht mehr so ganz so prickelnd wie der erste, weil der erste hatte so ein bisschen diesen Spitzhumor hier, war so ein bisschen vom Humor so ein bisschen spitzzügiger. Der ist es nur zum Teil. Ist jetzt nicht so ganz wie der erste, aber hat auch schon seine Sachen. Dann habe ich einen Film, wo im ersten Teil der Typ, um den es hier geht, der Gegner war, der wurde jetzt zum Helden, sag ich mal so dazu. Und das ist Don't Breathe oder Don't Breathe 2. Ja, ist jetzt nicht mehr so das Beste wie der erste Teil. Der erste Teil war so ein bisschen mehr so der Überraschungserfolg, wo man gedacht hat, ich muss den Atem wirklich anhalten. Hier nicht mehr so ganz, aber er ist dennoch gut anzuschauen. Das muss man ja lassen. Mir juckt die Nase. Ist wie gesagt jetzt nicht pralle, aber man kann es sehen. So, jetzt kommen wir zu Saturnkäufen. Ja, komme ich mal zu Saturnkäufen. Und da habe ich dann zuerst mir geholt Captain Marvel. Ja, ich finde Captain Marvel ist ein cooler Film, der erste Teil. Der zweite Teil, ja, gut. Aber der erste Teil ist noch ganz cool geworden. Brie Larson. Wieso komme ich auf Lee? Egal. Brie Larson ist wirklich sehr hübsch anzusehen. Irgendwie mag ich diese Schauspielerin. Natürlich auch mit Samuel Jackson. Dann mit Michael Fassbender. Wirklich sehr, sehr cooler Film. Hat mir sehr viel Spaß gemacht irgendwie. Aber auch schon so ein bisschen. Da wackelte es schon so ein bisschen. Aber er gehört noch zu einem der besseren Filme. Ich könnte ja mal. Oh, das mache ich vielleicht mal in diesem Jahr noch. Ich ranke mal alle MCU-Filme, die ich habe. Oder die ich gesehen habe. Und das sind eigentlich alle. Ja, gut. Aber neues Projekt. Wunderbar. Weiß ich schon mal, was ich dann mache. So, dann habe ich einen Actionfilm Auf der Flucht. Und Auf der Flucht gehörte tatsächlich in den 90ern zu einem meiner absoluten Lieblings-Actionfilme. In den 90ern war ich jetzt nicht so der ganz. Wurde es noch nicht so ganz so groß mit Horror. Ich war halt sehr, sehr gerne ein Action-Fan, wie zum Beispiel In the Line of Fire oder sowas. Und Auf der Flucht gehörte zu meinem absoluten Lieblings-Actionfilm mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones. Es geht um die Jagd auf Dr. Kimball, wo es ja auch schon eine Serie davon damals gab. Die kenne ich aber allerdings nicht. Ich kannte nur den Film, aber ich muss ehrlich sagen, 130 Minuten, reinste pure Action-Magie, super cooler Film. Und vor kurzem war ich dann auch bei Saturn tatsächlich und habe mir zwei Filme nochmal gegönnt. Ja, das sind es einmal Stephen King's S, Part 2, der mir noch fehlte. Wieder einen Schritt weiter zu einem Stephen King Komplettsache. Mir fehlen noch so roundabout so 20,
zwischen 15 und 20 Filmen fehlen mir noch zu einem Stephen King Full Set. Gut. Und eins ist so verdammt schwer zu bekommen. Nachtschicht. Oho. Egal. Aber Stephen King's S habe ich jetzt schon mal und ich fand, der Film war schon ziemlich cool. Also mir hat er gefallen. Teil 1 und Teil 2 fand ich absolut grandios. Das Original natürlich nicht zu vergessen. Bleibt natürlich super. Mit dem guten alten Tim Curry als S, als Pennywise. Aber auch der neue hat schon was, wo man so ein bisschen sich gruseln kann. Das einzig Blöde ist bei dem zweiten Teil dieses Ende. Fand ich absolut blöd, tatsächlich. Das Ende war so ein bisschen Downer. Gut. Der nächste, das ist eine Trilogiebox. Da freue ich mich sehr, dass ich mir das geholt habe. Hannibal Lecter Trilogie. Roter Drache, Schweigen der Lämmer und Hannibal in einem, leider nicht Hannibal Rising, was ich echt schade finde, dass der Film nicht auch mit reingenommen worden ist. Deswegen weiß ich nicht, weswegen der hier nicht drin ist. Schade eigentlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ey, diese drei schon mal in der kleinen Blu-ray-Box finde ich schon mal nice. So, jetzt kommen wir noch mal zu weiteren Saturn-Käufen. Und, nee, das sind Amazon-Käufe. Ich Idiot. Dann kommen wir erstmal. Komme ich erstmal zu diesen drei Filmen, die ich von Amazon kaufe, weil das ist eine spezielle Sache gewesen. Da habe ich mir einmal gekauft, Demolition Man auf Blu-ray, Upgrade. Und ja, Demolition Man, einfach grandios, super witzig. Dennis Rodman, das ist nicht Double Team. Sylvester Stallone und Wesley Snipes. Okay, gut, man kann sagen, Wesley Snipes erinnert schon ein bisschen an Dennis Rodman in diesem Film einfach. So zynisch, coole Sprüche, coole Action, cooler Film. Dann habe ich mir hier endlich Megan geholt, den ich endlich sehen wollte. Mal wieder, ist es zwar noch eingeschweißt, aber wird noch gesehen. Endlich mir holen wollte, so wollte ich sagen. Und ich fand den ganz amüsant. War so eine weibliche Art von Chucky. Allerdings dem Remake Chucky. Weil, wenn man so bedenkt, dass das Remake Chucky so auch so künstliche Intelligenz war, hat das auch mal so ein bisschen die Spitze nach oben getrieben. Und ich muss sagen, gefiel mir doch. Ich kenne noch nicht die Uncut-Version. Deswegen wird aber noch gesehen. So, und letztes Jahr habe ich endlich den Film gesehen. Und das war für mich der Beginn der Reihe. Eigentlich ganz gut, weil das ist ein Prequel letztes Jahr gewesen. Zu einem absoluten Phänomen. Überall in meiner Freundschaft, zu meinen Freunden haben alle gesagt, ja, ich habe den gesehen, ich finde ihn cool. Das war cool, nice, toll und so weiter und so fort. Ich habe ihn noch nie gesehen tatsächlich, obwohl ich natürlich weiß, dass er auch in Berlin gedreht worden ist. Und eine riesen Fangemeinde hat. Es geht um die Tribute von Pane. Ja, jetzt werdet ihr euch wundern. Was, den hast du noch nicht gesehen? Ja, aber ich habe die Tribute von Pane, das Prequel, schon mal gesehen. Schöner Einstieg in diese Reihe. Also war das doch perfekt. Und das mit allen drei Teilen, wenn man 3.1 und 3.2 dazu sieht, einfach nochmal sind das drei Teile. Aber ich weiß ja, das sind grundsätzlich vier Teile. Und jetzt könnt ihr euch mal vielleicht pausiert kurz das Video und schätzt mal, wie viel Euro ich bezahlt habe. Na, wisst ihr's? Es sind tatsächlich nur noch 6 Euro gewesen. 6 Euro und ein paar Quetsche habe ich für diese drei Filme bezahlt. Über Amazon, dank dem Gutschein. 30 Euro Gutschein hatte ich. Es sind eigentlich drei Filme, allerdings sehe ich hier 5 Filme tatsächlich, wenn man eben Teil 1 bis 3, ja, ich sehe 3.1 und 3.2 immer zusammen. Ist bei Harry Potter für mich genauso. 6 Euro und ein paar zerquetschte. Passt. So. Und jetzt wieder Amazon-Käufe. Tatsächlich. Jetzt muss ich kurz noch mal was, ich werde hier was Kurzes anpassen, mal kurz. Okay, so mache ich es. So, und jetzt wird es gleich sehr, sehr cool, weil
Gleich mache ich etwas, was ich komplett neu gemacht habe. Und was ich mal komplett mache, vielleicht mache ich das öfters jetzt bei Updates. Mal schauen. Ja, zuerst habe ich mir geholt. Wann habe ich den Film gesehen im Kino? 2007 habe ich diesen Film gesehen im Kino tatsächlich. Ist eine Videospielverfilmung. Mein Kumpel sagt, es ist nicht schwer, weil dieser Videospielreihe hat eigentlich keine gute, großartige Story. Ich kenne mich diese Spiele nicht aus, aber ich kenne sie natürlich. Es ist Dungeon Siege. Oder auf Deutsch von Uwe Boll natürlich, Schwerter des Königs. Im ersten Teil hat natürlich Jason Statham mitgespielt, im zweiten Teil Dolph Lundgren und im dritten Teil Dominic Purcell, den man als Dracula aus Blade 3 kennt. Ich kenne nur Teil 1. Ich habe Teil 2 und Teil 3 noch nie gesehen. Ja, und ich finde ihn super. Ich habe gehört, irgendwie wird das als Herr der Ringe irgendwie gemacht. Oder prognostiziert. Einfach nochmal, was ich absolut komisch finde. Absolut gar nicht. Und ich muss ehrlich sagen, der erste Teil ist gar nicht so unübel, fand ich. Lange nicht, zwar nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn wirklich nicht schlecht in Erinnerung tatsächlich. Also, und natürlich, wenn man den ersten Teil sich holen sollte, mindestens den ersten Teil, sollte man darauf achten, dass das hier im Extended Cut hier ist einfach. Weil da geht er mal locker 20, 30 Minuten ein bisschen länger. Und dadurch geht er auch schon 162 Minuten, der erste Teil. Ja, dann habe ich hier Malaika. Das ist eine Dokumentation von einer Gepardin aus der Savanne. Sehr cool gemacht, sehr schön gemacht, tolle Aufnahmen. Tolle Information, einfach wirklich, also solche Filme bräuchten wir öfters mal wieder. Sowas wie das hier oder Unsere Erde und so weiter und so fort. Dann, die Dokumentation hatten sowieso eine Riesenwelle nach Reise der Pinguine, das muss man ja ehrlich sagen. Ich fand, der Film war ziemlich gut, hat auch ein bisschen was Mieses gemacht. So, oder miese Szenen gezeigt, so fast gegen Ende so ein bisschen mit Verletzungen und so weiter und so fort, was man so als Tierliebhaber nicht so gerne hat. Aber sei es drum. So, jetzt haben wir den nächsten Film und das ist Bruce Willis in Hostage. Sau cooler Film. Sau cooler Film. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich habe ihn zwar lange nicht mehr gesehen, aber so gut in Erinnerung, weil der wirklich einfach sau einfach gut ist. Ich kann es nur mehrfach sagen. Sau cooler Actioner von Bruce Willis. Geht natürlich um Geiselnahme, Geiseldrama. Habe ich, glaube ich, auch im Nee, habe ich nicht im Kino gesehen, habe ich nur auf DVD gehabt, also somit auch ein Upgrade. So, jetzt kommt ein Film und jetzt kommt was ganz Spezielles. Ich habe mir nämlich gegönnt einen Film, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Steven Spielberg Film. Und Steven Spielberg, ihr wisst, seit letztes Jahr, seit der Unterschrift von Weiße Hai, hatte gerade da oben das gesehen wieder, wunderschön, ist das natürlich Steven Spielberg einfach ein Herz von einem Menschen, von, einfach für mich der beste Producer, also Produzent und Regisseur, einfach, er ist einfach King. Und das ist der Film AI, Künstliche Intelligenz. So, ich will allerdings nicht viel darüber sagen, weil das überlasse ich jemand anderem. Hier ist Movie Seeker. Der gute Jake Hayes hatte mich für sein Video angefragt, ob ich für ihn eine Gastrezension mache zu einem der Filme, den er sich angeschafft hat. Der gute Jake und ich sind nämlich beide auf dem Discord-Server Filmbase unterwegs, geleitet vom lieben Hausi, den ich an dieser Stelle euch nochmal wärmstens empfehlen möchte. Dort kann man nett und entspannt mit netten Leuten über Filme reden. Genau das haben wir dort auch getan. Und Jake und ich haben über einen Film geredet, den er sich vor kurzem angeschafft hat und der in seinem jetzigen Video auch vorkommt, nämlich AI, Künstliche Intelligenz, von Steven Spielberg aus dem Jahre 2001. Ja, und wir haben ein bisschen über den Film geredet und da hat der gute Jake mich dann gefragt, ob ich eine kleine Gastrezension auf seinem Kanal für diesen Film machen würde. Da habe ich mir gedacht, jupp, da lasse ich mich doch nicht lumpen, das mache ich doch gern, denn über Filme quatschen ist ja auch mein Hobby. Und
Deswegen erzähle ich euch jetzt ein bisschen was über AI, wobei, glaube ich, das Video, das Jake hier gerade macht, ist ja ein Update-Video. Ich kann mir also nicht hundertprozentig sicher sein, ob er bzw. ob ihr Zuschauer, die ihr das jetzt vielleicht seht, diesen Film schon gesehen habt. Deswegen versuche ich mich wirklich harten Spoilern zu enthalten. Ich werde also ein bisschen was über den Film erzählen, aber versuchen, euch nicht großartig zu spoilern, solltet ihr den Film noch nicht kennen. So, AI von 2001. Ist ein interessanter Film. Er verhandelt Roboter mit Gefühlen und ist eine Verfilmung der Science-Fiction-Kurzgeschichte Super Toys Last All Summer von Brian Aldiss, seinerseits ein sehr distinguierter Science-Fiction-Autor. Steven Spielberg hat, wie gesagt, Regie geführt, aber das war nicht ursprünglich immer der Plan, denn ursprünglich ist AI ein Projekt von Stanley Kubrick gewesen. Ja, keinem geringeren als Stanley Kubrick, der aber kurz vor seinem Tod das Projekt an Steven Spielberg übergeben hat, mit der Bitte, es doch noch zu realisieren, denn Kubrick selbst hat das leider zu Lebzeiten nicht mehr geschafft. Kann man vielleicht verstehen, dass der vielleicht zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Lage war, dieses Projekt so umzusetzen. Nichtsdestoweniger hat Spielberg seinem Freund Kubrick natürlich gerne dieses Projekt abgenommen und hat es dann selbst inszeniert. Und insofern ist es vielleicht nicht weiter verwunderlich, dass AI sowohl Kubricks als auch Spielbergs Stil enthält. Dazu aber gleich mehr. Ganz kurz zur Handlung. Es geht um den Androiden David, gespielt von Haley Joel Osment, der zu dem Zeitpunkt 2001 ja nun ein sehr gefragter Kinderstar war, der nur einige Jahre vorher hat er zusammen mit Bruce Willis in The Sixth Sense von M. Night Shyamalan, der ja auch den Zenit dieses Films inszenatorisch wohl nie wieder erreicht hat, wo sich manche da durchaus einig sind, Großes abgeliefert und war einer der gefragtesten Kinderstars in Hollywood zu dem Zeitpunkt 2001, als AI halt entstand. Und es geht um den jungen Androiden David, den Kinder-Androiden David, der bei einer Familie, wo der Sohn in einem Koma liegt und nicht sicher ist, ob der jemals wieder aufwacht, sozusagen den Sohn ersetzen soll. Was besonders ist an David, ist, dass es halt einen Code gibt, mit dem man ihn sozusagen auf seine neuen Besitzer imprinten kann, sodass er halt nicht nur ein Android ist, der ein Kind darstellt, sondern tatsächlich sich auch verhält wie ein wirklich seine Eltern liebendes, emotionales Kind. Und das ist das Besondere. Dieser Roboter, dieser Android ist in der Lage, echte Gefühle zu entwickeln. Und das ist auch im Grunde der Dreh- und Angelpunkt des Films. Denn, wie man sich vielleicht denken kann und wie es ja auch in der Science-Fiction nicht völlig überraschend ist, ist es ein Film, der unter anderem natürlich auch die Frage verhandelt, wo endet die Künstlichkeit und beginnt die Menschlichkeit. Insofern ist es vielleicht auch kein Wunder, dass Steven Spielberg das Ganze als eine Art Hommage an die Geschichte von Pinocchio inszeniert hat, denn Davids Reise in diesem Film, die er ja unternimmt und die den Film in eine Art Dreiaktstruktur teilt, ist natürlich gleichzeitig auch eine Reise, um festzustellen, wer er eigentlich ist. Bin ich ein Mensch? Bin ich eine Maschine? Bin ich ein liebendes Kind? Bin ich ein künstlicher Organismus? David versucht halt seinen Platz in der Welt und in seinem eigenen Leben zu finden. Interessant ist, wie gesagt, an dieser Stelle, wie ich gerade gesagt habe, diese 3-8-Struktur, denn der gute Spielberg hat natürlich versucht, den Film nicht nur als einen Spielberg, sondern auch als einen Kubrick-Film zu inszenieren, um seinem verstorbenen Freund sozusagen auch mit diesem Film so ein wenig die letzte Ehre zu erweisen. Deswegen haben wir also bei AI 3 Akte. Und der erste Akt ist im Grunde der, ohne euch jetzt großartig zu spoilern, der Teil, in dem David zu seiner neuen Familie kommt und auf sie imprintet, auf sie eingestellt wird. Und der zweite Akt erzählt dann von Davids Reise. Jude Law spielt dort noch eine sehr tragende und sehr schön gespielte Nebenrolle als Gigolo-Androide, der ihn auf seiner Reise begleitet. Wir haben also im zweiten Teil so eine Art klassische Heldenreise, in der der Hauptcharakter halt versucht, seinen Platz in der Welt zu finden und an dieser Stelle quasi ja seine gewohnte Umgebung verlässt. Und der dritte Akt ist dann etwas ganz Besonderes, denn der ist ein bisschen surrealer geraten. Was passiert nach Davids Suche? Was passiert mit seiner Familie? Wo steht er eigentlich am Schluss? Und wer sind diese Wesen, die da am Schluss auftauchen? Mehr möchte ich da an der Stelle gar nicht spoilern. Wir kommen nämlich schon ein bisschen ins Spoiler-Territorium an dieser Stelle. Sehr interessant finde ich an der Stelle, dass der Stil dieser 3 Akte sowohl Spielbergs als auch Kubricks Stil widerspiegelt. Der erste Akt ist für mich persönlich, wenn ihr den Film gesehen habt,
finde ich es interessant zu wissen, was ihr davon haltet. Dieser Stil ist im ersten Akt tatsächlich noch dem von Kubrick geschuldet. Die Art, wie die Welt der nahen Zukunft, in der diese Androiden existieren, entwickelt wird. Die Art, wie David zu Hause ankommt und ja quasi sein Leben innerhalb dieser neuen Familie beginnt. Das sind alles Dinge, die an den Inszenierungsstil von Kubrick sehr stark gemahnen. Wir haben dann aber den zweiten Akt mit Davids Reise, der für mich persönlich purer Spielberg wieder ist. Sie kommen in die verrufene Stadt Rouge City, sie treffen Androidenjäger. Mehr möchte ich an der Stelle auch für diesen Teil des Films nicht spoilern, aber das ist purer Spielberg, was man hier im zweiten Teil sieht. Und der dritte Akt des Films, der Abschluss von Davids Selbstfindung und was dann noch so alles passiert, mehr möchte ich dazu nicht spoilern, ist natürlich ein Akt, der sowohl Spielbergs als auch Kubricks Stil widerspiegelt. Denn von beiden Regisseuren, finde ich, sind da inszenatorische Spuren im dritten Teil vertreten. Und da sollte man an dieser Stelle sagen, dass dieser Film damals, als er 2001 erschien, von der Kritik gar nicht mal so gut besprochen wurde. Denn das, was ich euch gerade erzählt habe, die Drei-Akt-Struktur und die Tatsache, dass es halt zwei verschiedene Regisseurstile gibt, die sich eigentlich die Klinke in die Hand geben von Akt zu Akt und im dritten Teil eine mehr oder weniger homogene Melange eingehen, wie homogen die ist, sei mal jetzt dahingestellt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Kritik hat das aber doch sehr gescholten. Man warf Spielberg vor, keinen vernünftigen Stil zu finden, das Ende zu überzuckert zu inszenieren und ganz generell mit dem Film nicht das zu machen, was Kubrick mit dem Film gemacht hatte, denn das, laut den Kritikern, wäre ja angeblich dann viel besser geworden. Ich persönlich halte solche Spekulationen für relativ müßig, denn Kubrick war ja, wie wir wissen, nicht mehr in der Lage, das so zu inszenieren. Ich persönlich, und jetzt kommt meine Meinung an dieser Stelle, habe diesen Film sehr gern gemocht und mag ihn auch immer noch sehr gerne, was auch der Grund ist, dass ich ihn vor einer Weile von der DVD, die ich hatte, auf Blu-ray abgedatet habe. Ich glaube, das ist auch die Version, die Jake hat hier. Und insofern muss ich sagen, es ist eine sehr schöne Blu-ray geworden mit guter Bildqualität. Lohnt sich auf jeden Fall in die Sammlung zu stellen, wenn man Science-Fiction mag. Und ich persönlich habe mich mit dem etwas ja märchenhafteren Stil von Spielberg und dem Science-Fiction-Stil der kühleren Inszenierung des Kubrick-Stils tatsächlich gut anfreunden können und fand tatsächlich die Art, wie es eine Verbindung einging im dritten Akt, persönlich sogar relativ gelungen. Aber das ist natürlich, liebe Leute, immer sehr abhängig vom eigenen Geschmack und insofern wird es nicht weiter Wunder nehmen, dass es für diesen Film sowohl Unterstützer als auch Kritiker gibt. Ich persönlich sehe mich als einen Unterstützer von AI und möchte in jedem Science-Fiction-Fan mit einem offenen Geist für unterschiedliche Inszenierungsstile wärmstens ans Herz legen. Und damit endet auch meine kurze, kleine, hoffentlich weitestgehend spoilerfreie Gastrezension für Jay Hayes auf seinem Kanal von AI. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und ihr interessiert euch vielleicht dazu, den Film nachzuholen, falls ihr ihn noch nicht kennt, oder nochmal wieder rauszukramen, wenn ihr ihn kennt. Das war's von meiner Seite. Zurück zu Jake und seinem Video. An dieser Stelle auf Wiedersehen und natürlich, wie immer bei mir auf dem Kanal, keep seeking. Ja, und da bin ich wieder. Ja, Dankeschön an den lieben Movie-Seeker, den ich natürlich eben aus der Gruppe kenne, aus der Filmbase-Gruppe. Wie gesagt, den Link werde ich mal von der Gruppe einfach mal nach unten stellen, einfach, damit ihr mal auch dann ein bisschen mal rein euch reinschnuppern könnt, falls ihr euch über Filme interessiert. Auch Grüße an den lieben Hausi natürlich. Muss natürlich sein. Ja, und das ist AI, Künstliche Intelligenz. Und ja, ich habe natürlich die gleiche Fassung. Ja, und ich habe den zwar auch lange nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn auch saugut in Erinnerung. Einiges wusste ich tatsächlich nicht vorher, dass es nämlich so eine zweiteilige Story ist, sage ich mal so dazu, wenn man jetzt bedenkt, Steven Spielberg und eben hier, jetzt fällt mir der Name nicht ein, obwohl er es gerade gesagt hat. Naja, er hat ja erwähnt, also das ist ja eben Kubrick. Natürlich, Kubrick, jetzt habe ich es wieder. Dass es so Kubrick-Spielberg-Mischung ist einfach. Wusste ich vorher nicht. Also, deswegen, also, hoffentlich konnte er, der liebe Movie-Seeker, euch für den Film wieder
bisschen was Interessantes machen. Und vielen Dank an den Movie Seeker, dass du mir das gemacht hast. Vielleicht werde ich das jetzt öfters auch machen, dass ich mal ein paar Compadres anschreibe, ob die mal vielleicht für ein paar Filme sowas machen. Mal schauen. Was haltet ihr denn von sowas? Wie findet ihr die Idee, wenn ich jetzt ein paar Gäste in solche Updates reinpacke, dass sie ein bisschen über die Filme reden? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich finde es mega geil. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Den habe ich, ist zwar jetzt nicht der beste Film, allerdings, ja, sehr viel CGI, Expendables 4. Von allen vier Filmen ist das der schlechteste. Er ist nicht so schlecht, er ist aber auch nicht so gut, tatsächlich, aber sehr viel CGI und sehr viel auf Jason Statham gepackt. Ist natürlich kein Wunder, denn Sylvester Stallone wollte ja diesen Film ja auf Lee Christmas eben draufpacken einfach, so die Story auf ihn fokussieren und nicht mehr auf, ja, Sylvester Stallone. Ja, aber der größte CGI ist Megan Fox. Alter, sah die glatt gebügelt aus einfach. Come on, Alter, das geht doch keine Kuhhaut. Alter, wie glatt die wirkte. Einfach nochmal. Übrigens, ja, wirken. Ich hab eine neue Friese. Gut. War beim Friseur. Ja, also Expendables 4 kann man sich ansehen, nicht viel erwarten und dann hat man einfach Spaß. Einfach hinaus. Jetzt kommen wir zu dem vorletzten Film. Und ich habe den Film im Kino gesehen. Mein Kumpel meinte, es ist ein schöner, netter Feierabendfilm. So würde ich es auch so ein bisschen, ja, ich habe so ein bisschen sehen. Und ist eine Videospielverfilmung. Und das Videospiel, ja, ist ein völliges Jumpscare-Fest, tatsächlich. So dachte ich, ist dieser Film auch. Ist er aber nicht. Es war irgendwie tatsächlich erfreut zu sehen, dass dieser Film nicht so extrem krass auf Jumpscares drauf ist. Die Rede ist hier von Five Nights at Freddy's. Der Film ist soweit ganz cool. Mag ich. Finde ich absolut. Kann man sich anschauen. Nur, und das finde ich ein bisschen, irgendwas würde ich noch sagen. Achso, ja, genau. Nur leider fand ich da einen Film, der in dieser Reihe, der in diesen Stil geht, ein bisschen besser. Wenn ihr den mochtet, dann werdet ihr Willy's Wonderland mit Nicolas Cage lieben. Dieser Film mit Nicolas Cage finde ich umso besser. Es wird kaum was geredet, man hört nur ein paar Soundsachen und es ist noch blutiger. Deswegen, also, wenn ihr diesen Film mögt oder den kennt und Willy's Wonderland aber noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an, definitiv. Und jetzt komme ich mal ein bisschen näher zu euch. Habe ich mir einen Film gegönnt, den habe ich mir, oh Gott, 8, 9 Euro oder sowas bezahlt. Tatsächlich. Mit Versand. Und ich musste das haben, weil ich habe mich in dieses Steelbook verliebt. Die Steelbook ist eine so schöne, deswegen, und dadurch, dass es hier noch ein bisschen chaotisch bei mir aussieht, Umbau und so weiter und so fort, bin ich deswegen näher gekommen. Sonst hätte ich eine Closure View gemacht. Aber hier, es ist eine limitierte 3-Disc Steelbook Edition. Ich habe es für roundabout 9 Euro oder irgendwie sowas mit Versand gezahlt. Das ist eine 4K Blu-ray. Harry Potter und der Stein der Weisen. Ist zwar jetzt hier oben auch mit Englisch, ist mit deutschem Ton tatsächlich. Ich finde, dieses Steelbook ist eine so hübsche Steelbook geworden, weil sieht es euch an, wie das aussieht. Es sieht richtig cool aus irgendwie. Und dann hier hinten natürlich dann die ganzen kleinen technischen Daten einfach nochmal, ist natürlich klar. Und wie gesagt, hier, wo stand denn das hier, gibt es tatsächlich den Film. Natürlich, ganz klar. Allerdings gibt es hier die Kinofassung mit 152 Minuten und die Extended Version tatsächlich. Die Extended Version liegt allerdings nur der Blu-ray bei und nicht auf der 4K.
Und dieses, was hier unten sieht, Magical Movie Modus, ist tatsächlich auf der zweiten CD. Wie gesagt, das sind ja drei CDs. Also wirklich, wirklich eine so schöne Edition mit einem wunderschönen Cover, einem wunderschönen Layout. Finde ich absolut großartig. Und das für 9 Euro roundabout. Musste ich haben. Musste ich haben. Also wenn ihr das seht, billig, schnappt ihr. Ich geh mal, catch them all. Falsches Franchise. Gut, gut. Aber das waren sie. Meine Filme von den ersten 2 Monaten. Jetzt mache ich mal ganz kurz was. und natürlich Spieler, versteht sich. Also, kann man sich sehen lassen. Also fast für jede, für jeden was dabei gewesen, tatsächlich. Kleiner Augenblick haben wir gleich hier. Nice. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Harry Potter Edition findet. Wie findet ihr das mit dem Gast, der den Film AA vorgestellt hat, den Movie Seeker? Schöne Grüße nochmal und auch an Hausi. Und wie gesagt, falls ich nicht vergesse, den Link unten in der Beschreibung für Discord-Gruppe Filmbase unten. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Jake.